Herzlich willkommen bei dem Kanal Turboutine. Ich muss mal eben gucken, ob hier irgendjemand rumturnt. Weil ich fühle mich nur echt komisch, wenn ich hier mit so einem Handy in der Hand einfach rede. Aber ich glaube, da ist keiner. Nee. Und zwar, tja, es ist viel passiert. Mein Kanal, irgendwie existiert das ja eigentlich noch kaum. Aber ich habe gedacht, so jetzt yes, kann ich ja langsam wieder damit anfangen. Und ja, für alle, die noch fleißig meine Abonnenten sind, 4000 Leute sind es ja noch insgesamt, 4400 oder 500, ich weiß nicht, 400, danke euch. Ja, wie fange ich am besten an? Es hat sich vieles verändert. Ich arbeite jetzt bei Max mit in der Firma, ich habe meine Ausbildung geschmissen und ja, ist viel passiert. Aber dazu werde ich einfach mal ein extra Video machen. Ich wollte jetzt ein Video machen über bestimmte Autos. Das hatte ich als Instagram-Umfrage gemacht und für Instagram muss man es immer alles so kurz halten. Deswegen hatte ich gedacht, mache ich ein YouTube-Video. Das wird so ein One-Take. Ich kann nicht schneiden, weil ich jetzt mit meinem Handy filme. Und ja, heute geht es um ein bestimmtes Auto und zwar mein Freund hier, Camaro. Ja, es ist ein Camaro. iVoxy 28. Z28, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ja, ich muss jetzt so filmen, ich kann die Kameraeinstellung jetzt leider nicht ändern. Hier frage ich mich gerade ein bisschen selber auf, aber wir setzen uns einfach mal rein. Ich gehe jetzt auf die Beifahrerseite rein, weil ich sonst nicht in das Auto komme. Und hier ist, glaube ich, auch. Hier ist eine Spinne. Oh, nicht in den Manta. Auf jeden Fall Spinnenleben. Hier auch schon. Hoffentlich ist die jetzt hier nicht an der Decke. Ja, gut. Oh, also für alle Leute ist das nichts. Mal gucken, wie ich das Handy am besten hinstelle. Ja, ich kann ja mal, also die meisten Leute kennen es ja, weil es ja die meisten Zuschauer von Max sind. Hier ist das Lenkrad. Da ist so ein Dach. Und das ist die Rückbank. Und das ist die Mittelkonsole. Und jetzt stelle ich euch mal hier hin. Und schmeiß euch weg. Ich bin selber voll erschrocken. So, und erzähle euch jetzt die Geschichte zu diesem Auto. Die meisten kennen diese Geschichte auch eigentlich dazu. Ja, dann fangen wir mal von vorne an. Ich dachte, ich mache das so chronologisch, weil bestimmte Autos sind in einer bestimmten Reihenfolge gekommen und gehören irgendwie auch zu meiner Lebensgeschichte oder zu unserer Lebensgeschichte, Max und meiner Lebensgeschichte mit dazu. Und das ist eigentlich der Anfang. Dieses Auto ist der Anfang der gesamten Geschichte. Irgendwie wie so ein Film, weiß ich nicht, ganz komisch. Ich glaube, jeder sieht seinen Partner irgendwie so, wie man sich kennengelernt hat. Oh, das ist so romantisch, so weiß ich nicht. Ja, romantisch war es bei mir jetzt nicht unbedingt, aber war schon schön, wenn man daran so zurückdenkt. Ja, wie fange ich damit am besten an? Und zwar dieses Auto, die Bedeutung zu diesem Auto, für mich ist dieses Auto, also es ist nicht mal meins, weißt du, es gehört einfach Max, aber es ist mir sehr wichtig, weil ich habe das jetzt leider jetzt kein Foto davon hier. Mein Vater hat auch ein Camaro besessen und bis ich, keine Ahnung wie alt war, ein Jahr, anderthalb, zwei, weiß ich nicht genau, oder vielleicht nur ein paar Monate, hat meine Mutter das Auto täglich gefahren mit mir drinne als Baby. Das heißt, ja, also mein Vater hatte ein Camaro und ich meine, das war, den hat er sogar fertig machen lassen, fertig gemacht. Genau weiß ich es nicht. Der war schwarz, glanzschwarz. Ich kann mich da persönlich nicht dran erinnern. Es gibt auch tatsächlich leider nur ein Foto von diesem Auto. Und ja, das ist ja schon mal so kindheitsgeprägt. Ich war ein Säugling, Baby. Das wird nicht mehr drin sein, ist halt logisch. Aber jetzt in Bezug auf Max. Es fing halt damit an, ich glaube, die Fotos, die existieren auch noch irgendwo auf irgendeinem PC, keine Ahnung. Ich hatte viele falsche Freunde in meinem Leben und einen guten Kumpel hatte ich damals und aus der Schulzeit, kannten uns seit der Grundschule. Man hatte irgendwie immer so über die Jahre Kontakt, weil alle Freunde, ich bin da im Dorf aufgewachsen und jeder war mit jedem befreundet. Das war einfach damals so. Und mit ihm bin ich damals, weil das Auto der Mutter irgendwie ein Problem hatte, sagte er zu mir, ja komm, wir müssen zum Kumpel und da gehen wir dann in die Werkstatt oder Scheune oder so. Mich haben Autos nie interessiert. Wie alt war ich? 18. Gerade 18 geworden. Ich habe nicht mal einen Führerschein gehabt. Mich hat ein Auto nicht interessiert. Ich gesagt, ja, ist okay. Wir haben sowieso jeden Tag was gemacht. Ich war gerade frisch getrennt.
Ich war vorher in einer dreijährigen Beziehung und habe mich dann gerade getrennt. Das war vor meinem 18. Geburtstag. Ich meine, einen Monat vor meinem 18. habe ich mich von meinem Ex-Freund getrennt. Das war halt auch der erste Freund, den ich hatte, von dem ich mich dann getrennt habe. Wie gesagt, 3 Jahre waren wir zusammen, gab es auch so ein On-Off. Ja. Und meine Freunde damals waren hauptsächlich männlich, also eher weniger weibliche Freunde. So, ja. Dann bin ich mit meinem Kumpel damals dahin. Und das war dann ja Max, wo wir hingefahren sind. Er hat im Dorf gewohnt, also ein bisschen kompliziert alles, so keine Ahnung. Und ich dachte, das war im Winter. Es muss zum Winter hin gewesen sein, oder Herbst. Ich weiß es nicht, waren noch Blätter, noch Bäume, keine Ahnung. Auf jeden Fall so Herbst, Winter sind wir dann dahin. In die Scheune und er so, ja, ich bin Max. Und ich denke mir so, okay, hallo. Und sein Vater, ich werde das nicht vergessen, ne? Das war ja die Scheune, die kennt ihr ja auch wahrscheinlich aus irgendwelchen Videos. Und da standen draußen Autos, da kann ich mich noch dran erinnern. Und mein Kumpel ist dann mit seiner Mutter zu Max rein. Ich hatte nur so grob so Hallo gesagt. Und tatsächlich, wenn man Max fragt, er kann sich da grob noch an mich erinnern. So, ja, hab mich halt gesehen. Aber Max kann sich nicht gut Gesichter merken. Und ich stand dann draußen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch geraucht, hab dann irgendwie geraucht und ja, sowas habe ich alles früher mal gemacht. Und dann war sein Vater da irgendwie so am Fegen, die Blätter hat er weggefegt, das muss ja irgendwie im Herbst gewesen sein. Und dann stand der Camaro dort, so an der Seite. Und der Camaro hatte früher, so wie hier, wie ihr das seht, dieses Blau. Also original ist das Auto rot gewesen. Und dieses Blau mit so Glitzerflakes oder wie auch immer man das nennt, war der komplette Lack. Also ich fand das damals schon schön. Also es war halt auffällig. Max fand das ja schon immer hässlich, aber heutzutage wäre es wieder mo wahrscheinlich modern. Und ich hatte das Auto gesehen und hatte dann Max am Vater gefragt, du, darf ich davon ein Foto machen? Er so, ja klar, kein Problem. Mach doch einfach. Er hat nicht so ein Foto gemacht. Ich denke so, boah, voll cool. Ich wusste nicht mal, was das ist. Ich kannte mich mit Automarken kein bisschen aus. Und das war so der Anfang der Geschichte. Dann bin ich, ja, dann sind wir wieder zurückgefahren und dann sind Wochen vergangen. Ja, das muss ja. War denn schon Sommer? Ich saß ja nicht im Winter draußen. Oder war das im Sommer gewesen? Ich weiß es nicht mehr, weil am See fährt man ja eigentlich im Sommer. Im Winter, was ist im Winter am See? Kann auch im Sommer gewesen sein. So genau die Jahreszeit weiß ich nicht mehr. Das muss 2013 gewesen sein. Guck mal, April 2013 habe ich mich von meinem Ex ungefähr getrennt. Mai 2013 bin ich 18 geworden. Mai. Juni, Juli. Kann auch sein, dass wir im Sommer da gewesen sind und er irgendwas anderes gefegt hat. Aber ich bin mir da nicht mehr so hundertprozentig sicher. Und dann sind wir, jetzt sind ja ein paar Wochen müssen dann auf jeden Fall dazwischen vergangen sein. Und dann war ich auf einer Feier, also von meinem so besagten Kumpel. Auf der Feier war ich dann. So eine Gartenfeier halt. Und dann ist halt ein bisschen Scheiße passiert. Und Max war auch da tatsächlich. Aber der kam erst ziemlich spät. Ich meine, das war bestimmt kurz vor Mitternacht. Ich weiß nicht, Max war dann einfach da und war mit dem L200 von seinem Vater da. Das weiß ich nämlich auch noch, weil ich stand irgendwie an dem Auto. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe mit irgendjemandem geredet. Und dann sind die noch mit so einer Cross gefahren und der eine hat sich noch gemault, so abgepackt, das werde ich auch nicht vergessen, in so einem Stacheldraht. Das hätte so nach hinten losgehen können. Mein Gott. Wir waren einfach jung und naiv. Und ich dachte halt, das ist der Freundeskreis. Und ich habe mich da so aufgehoben gefühlt. Ich dachte so, ja, das ist es halt, ne? Ich war vielleicht auch nicht immer gerade. Es sind halt echt gruselige Dinge zu der Zeit passiert. Ich habe zu jeder Uhrzeit, jeden Abend eine SMS. Früher konnte man immer irgendwelche SMS über irgendwelche Online-Server verschicken. Das heißt, du konntest nicht nachvollziehen, von wem das ist. Und ich habe immer komische SMS damals bekommen und ach, ganz, ganz merkwürdig alles. Also wirklich, das war so eine ganz komische Zeit. Ja, dann ist ein bisschen Mist passiert und ja, daraufhin, also eigentlich sagen wir es mal, es war eine Wette, also mit Max hatte mit dieser Wette tatsächlich nichts zu tun, andere Personen hatten mit dieser Wette was zu tun, ich will halt keine Namen nennen und dann nicht ins Detail gehen, weil es einfach, es ist irgendwie Vergangenheit so. Und es geht ja hauptsächlich jetzt gerade eigentlich um dieses Auto. Und ich weiß gar nicht, ob ich an dem Abend mit Max bei dieser Feier geredet habe, ich meine nicht, aber am nächsten Tag. Am nächsten Tag hat Max mir irgendwie eine SMS, was war das? WhatsApp war das schon. Hat mir WhatsApp geschrieben, ja, ich bin Max und ich bin der von da. Und ich so, hä?
Was will der denn jetzt von mir? Ja, wollen wir uns mal treffen? Und ich hatte schon so eine Krawatte. Ich war gerade Single. Und ich dachte, was wollt ihr alle von mir? Labert mich nicht voll. Lasst mich alle einfach zufrieden. Nee. So, ne? Man denkt ja als Mädchen oder ja, Frau, ja, Mädchen eher so, ja, die wollen sowieso nur irgendwie was anderes und niemand will irgendwie was Festes. Oder ich wollte sowieso nichts Festes. Ich hatte die Schnauze sowas von gestrichen voll zu dem Zeitpunkt. Aber er hat auch nicht locker gelassen. So. Und ich denke mir so, ja, warum hast du eigentlich meine Nummer? Ne? Und dann hat mein guter Kumpel, was ich dachte, was mein bester Freund oder sowas in der Art wäre, keine Ahnung, hat ihm einfach meine Nummer gegeben, weil ich für ihn anscheinend abgestempelt war und sowieso scheiße zu dem Zeitpunkt. Und somit fing das halt alles an. Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage, ja, können wir uns halt treffen, können wir machen. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Er hat mich abgeholt mit, ich weiß gar nicht, womit hat er mich denn abgeholt? Mit dem Jeep. Er hat mich mit dem roten Jeep Wrangler von seinem Vater abgeholt. Das war im Sommer. Und dann saß ich da drin und er so, ja, moin. Ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Ich war aber schüchtern, ne? Ich denke so, ja, hallo. Er hat mich dann bei meinen Eltern abgeholt. Und dann sind wir zu ihm gefahren. Wir haben ja nicht weit auseinander gewohnt. Und dann bin ich an meinen Vater vorbeigefahren mit meinem Bruder. Die waren am Inliner fahren und hab so gewunken. Denen ist alles aufs Gesicht gefallen. Die so, hä? Was will die denn auf diesem Auto? So, ne? Und somit fing es an. Dann waren wir bei seinem Vater. Dann hat er mir da so alles gezeigt und erklärt. Und das Wichtigste für Max, erstmal den kompletten PC erklären. Ich weiß gar nicht, was er mir da alles erklärt hat und gezeigt hat. Ich bin dann immer durchgestiegen. Ja, und das habe ich gezockt und dies und das und jenes. Und ich denke so, okay, super. Ja, und von da an fing es an, dass wir eigentlich jeden Tag Kontakt hatten. Ich habe dann meine Haare, also ich denke, das war auch so eine Trotzigkeit. Ich habe meine Haare gefärbt, braun. Ich war nicht mehr blond. Ich wollte es nicht mehr. Ich habe gesagt, nein, es ist ein neues Kapitel. Er hat mir gesagt, wie meine Freunde über mich geredet haben, was die von mir denken. Das war ganz übel. Das hat mich richtig runtergezogen. Das hat mich jahrelang fertig gemacht. Wenn ich heute daran denke, macht es mich heute wahrscheinlich noch manchmal ein bisschen fertig. Und ja, und da stand auch der Camaro, wie gesagt, dann dort. Ich so, oh, voll cool, können wir nicht damit auch mal fahren? Und er so, der ist nicht angemeldet. Ich so, oh, okay, ich hatte ja auch keine Ahnung. Ja, er hat mich jeden Tag bei meinen Eltern abgeholt, jeden Tag mit einem anderen Auto. Dann hatte er so einen quietschorangenen A-Corsa. Den hat er dann per Hand so genommen, so zur Seite geschoben. Er so getragen so ein bisschen, weil er so ein bisschen schief stand, damit er irgendwie so eine Parklücke dann genommen und so. Ich werde das nicht vergessen. Ich habe ihn angeguckt. Da hat er so ein richtiges Mini-Lenkrad und so ein LED-Tacho. So eine riesen Antenne. Da war schon ein cooles Ding. Da war ja auch traurig, als der wegging. Und dann ist er mit mir im Camaro, davon gibt es auch noch so ein Mini-Video irgendwo bestimmt. Da ist er mit mir im Camaro einmal um Ort um sein Dorf da gefahren. Ich glaube, seine Nachbarn haben ihn noch gehasst. Und damit fing es tatsächlich alles an. Ne? Dann sind wir damit gefahren und dann wurde der Camaro auch ganz schnell radikal abgeschliffen, lackiert, matt schwarz. War das schon matt? Ja, Matsch, du hast immer mal grau, ich weiß es nicht. Und dann hatten wir einen Kumpel, der hat uns öfters immer rote Nummern geliehen und dann sind wir mal mit den roten Nummern gefahren. Wie oft wurden wir angehalten? Schrecklich, also mit dem Auto ständig. Also wenn du mit dem Auto unterwegs warst, immer. Ich durfte das Auto natürlich nicht fahren, weil ich hatte auch damals keinen Führerschein. Und Max hat sich schon Mühe gegeben, ne? So auch jeden Tag mit seinen anderen Autos. Wir hatten natürlich oft Streit wegen irgendwas, weil ich vieles gar nicht verstanden habe. Wir haben uns er muss im Sommer gewesen sein, dass wir uns kennengelernt haben, nicht im Winter, im Sommer irgendwie kennengelernt und sind im Oktober zusammengezogen, 2013 im Oktober sind wir zusammengezogen, meine ich. Also das war auch so Knall auf Fall. Ja, wir haben eigentlich gar kein Geld, ja, wir haben auch gar keine Möbel, ja, Mensch, was machen wir denn? Ja, wir mieten uns mal eine Wohnung, haben uns eine Wohnung gemietet in Wilhelmshaven, in Elfgroden, natürlich, also ich würde da nie wieder wohnen wollen. Weil ich habe da gearbeitet, ich war noch in der Ausbildung und dann haben wir gedacht, ja komm, mieten wir da eine Wohnung und dann, ja, er ist dann in den Fernverkehr gegangen, weil er hat ja nicht damit gerechnet, jetzt eine Freundin oder jemanden kennenzulernen und er hat immer zu mir gesagt, dass er mich liebt und ich habe immer gesagt, okay, weil, ja, ich wollte das alles noch gar nicht so, okay. Zu meinen Eltern habe ich gesagt, Mama, da kommt gleich jemand, das ist Max, das ist voll der Bauer. Ich weiß gar nicht, ob das zu meinen Eltern oder zu meinen Freunden gesagt, ich habe da jemanden kennengelernt, das ist voll der Bauer. Also damit will ich jetzt niemanden beleidigen, aber für mich war das so, boah, was ist das für einer. Max war damals schon vom Organ so laut und so auffällig und ich konnte damit gar nicht umgehen. So, ja, was ist, wenn die Leute uns jetzt angucken? Ich habe immer gedacht, so, was denken die Leute jetzt von mir? Was ist, wenn die mich jetzt angucken? So, was soll ich da machen? So, das war für mich ganz, ganz
ganz schlimm. Heute habe ich das manchmal noch so, oh Gott, hoffentlich gucken die jetzt nicht. Aber das ist ja von der Art und damit musste ich lernen, umzugehen. Wir sind, wie gesagt, im Oktober 2013 zusammengezogen. Sein Vater war, glaube ich, im Urlaub. Wir haben sein ganzes Wohnzimmer leer geräumt. Wir haben alle Möbel mitgenommen. Alles. Dann haben uns noch ein paar Freunde geholfen. Ja, wir hatten eigentlich nichts. In der Küche haben wir 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen von meinen Eltern gekriegt. Das Schlafzimmer war mein Kinderzimmer, also Jugendzimmer, was wir mitgenommen haben. Das Büro war sein Kinderzimmer, Jugendzimmer, was wir mitgenommen haben. Und ganz ehrlich, so wie wir gelebt haben, erst ist dann ja direkt in den Fernverkehr gegangen. Und ach, mir ging es so schlecht damit. Ne? Also ich war immer traurig, aber ich konnte halt zur Arbeit laufen, weil ich ja keinen Führerschein hatte. Ja, und dann war ich ja relativ schnell schwanger mit Hannah. Und dann sind wir zu seinem Opa gezogen und dort habe ich mich dann um seinen Opa gekümmert. Bis Anfang 2015, Februar 2015 ist er gestorben, Dezember 2014 ist Hannah geboren. Ja, der Camaro, der stand dann noch in der Scheune bei seinem Vater. Es kamen natürlich immer wieder mal irgendwie andere Autos zu oder er hat irgendwas getauscht. Aber dieses Auto hat er nie weggegeben. Gekauft hat er es tatsächlich, er hat mir mal gezeigt, wo er das gekauft hat. Das stand ziemlich lange draußen, das Auto. Und die haben, glaube ich, auch den Cut. Irgendwas haben sie auf jeden Fall geklaut damals, also bevor er es geholt hat. Aber er hat auf das Auto nie TÜV gemacht und es nie zugelassen. So, das Auto hat auch viele Vorbesitzer. Ich weiß nicht, wie viele, aber viele. Irgendwie, jeder hat es irgendwie geritten, aber keiner hat sich drum gekümmert. Weiß ich nicht. Und der Kumpel, bei dem wir uns immer die roten Nummern geliehen haben, mit dem habe ich mal zusammen Jägermeister getrunken, weil ich dachte, ja, das kann ich gut ab. Das war eine ziemlich scheiß Idee. Und dann bin ich in diesem Auto eingeschlafen und dann waren wir an der Tankstelle und wir waren ganz oft irgendwie an der Tankstelle und haben da mal Kaffee getrunken oder heiße Schokolade oder so. Und der hat so auf die Motorhaube gehauen. Und dann bin ich wach geworden vor Schreck und habe so auf diesen Sitz gespuckt, auf den ich gerade sitze. Den Fleck sieht man tatsächlich wahrscheinlich immer noch. Der ging tatsächlich nicht raus. Oh, Max war so sauer. Aber er hat mich sauber gemacht und das Auto sauber gemacht. Und dann war das eigentlich Thema auch schon wieder gegessen. Dann hat er sich die Halle im Kanalweg irgendwann geholt. Da ging das Auto auch damit hin. Ja, und dann, als er in Friedeburg irgendwann mal ankam, hat das Auto immer noch keinen TÜV und ist immer noch nicht zugelassen. Aber er will es eigentlich mal machen. Aber tatsächlich bin ich das. War das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich glaube, ich bin es dieses Jahr im Sommer. Wir haben für 2023, 10 Jahre nachdem wir uns kennengelernt haben, bin ich das Auto das erste Mal gefahren. Und das war cool. Es war einfach cool. Es hat Spaß gemacht. Ich habe riesen Respekt vor sowas. Ich habe immer Angst, irgendwas falsch zu machen oder dass sich das Auto auf einmal dreht und ich irgendwas kaputt mache oder sowas. Keine Ahnung. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und dann waren da so Jugendliche an dieser Straße und die so, hey, und ich so, und dann habe ich so Gas gegeben. Das war echt cool. Das war wirklich super, das war echt cool. Ich habe schon gesagt zu Max, wenn wir 10 Jahre verheiratet sind, könnt ihr mir das Auto auch mal schenken. Oder wenigstens, das sollte TÜV haben bis dahin. TÜV und vielleicht einmal im Leben angemeldet sein. Einfach mal Spaß haben. So, weil hier ist vieles gegurkt. Die Lichtmaschine ist mit so einem Band da festgetüdelt, weil der Halter abgebrochen ist. Dann kannst du nicht mehr den Schlüssel drehen, das ist gebrückt mit so einem Schalter. So, ne? Aber ja, das ist für mich so diese Geschichte. Ich verbinde viel mit diesem Auto. Ich verbinde einfach diese gesamte Kennenlernphase. Wir waren gefühlt noch Kinder. Wir haben uns kennengelernt und wir waren noch so jung. Ich war 18. Max war 21. Ist 21 geworden. Also war er 20, als ich ihn kennengelernt habe. Der sah noch aus wie so ein kleines Kind. So kein Bartwuchs. Ja. Und es war einfach schön. Es war so eine coole Zeit. Ich habe dadurch gelernt, was falsche Freunde sind. Vielleicht habe ich auch Fehler gemacht, das weiß ich nicht. Ich werde da wahrscheinlich die Antwort auch nie drauf kriegen. Wahrscheinlich habe ich auch Fehler gemacht. Also sind ja nicht nur die anderen dran schuld. Aber das macht man mit niemandem, so wie man dann behandelt wurde. Man war jung und naiv. Aber wäre das alles nicht gewesen, hätte ich Max nie kennengelernt. Das ist einfach nun mal so. Und das war so eine coole Zeit. Auch dieser Umzug und dieses... Ja, komm, wir fahren mal durch mein Dorf. Und so, wie Max halt nun mal so ist. Ne? Er hatte auch einen Teile-Camaro im Weißen. Er ärgert sich heute noch, dass er so viel davon weggeschmissen hat. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich meine, die Motorhaube hat er noch gehabt oder so. Aber mit dem Trecker, davon gibt es ja auch noch ganz alte Videos. Ne? Max war ja auch wesentlich schlanker, als ich ihn kennengelernt habe. Bestimmt 30 Kilo weniger. Klar liebt man den Menschen, den man liebt, so wie er ist. Und das ist...
es ist schön, wenn ich daran zurückdenke. Und tatsächlich wurde Hannah, das muss ich dafür auch nicht vergessen, als Hannah von der Frühchenstation entlassen wurde, wurde Hannah standesgemäß mit diesem Auto abgeholt aus dem Krankenhaus. Er hat sich nochmal besorgt und hat mich, also ich war ja schon zu Hause, ich bin ja nur jeden Tag hin mit ihm und hat sie abgeholt aus dem Krankenhaus. Also, ja. Das war schon. Das sind schon schöne Erinnerungen irgendwie. Also, ja. Das ist ja tatsächlich. Ach, das ist alles einfach so krass, dass das schon so lange her ist. Es ist einfach, ja, 10 Jahre ist das her. Der kommt mir gar nicht so lange vor irgendwie, ne? Ja, Max, so naiv, er war mit seiner Art damals. Ja, meine Scheune. Ich habe eine Werkstatt. Ich werde das nie vergessen. Wie immer allen Leuten erzählt er, eine Werkstatt. Und ich immer, ey, du hast eine Scheune, du hast keine Werkstatt, das ist eine Scheune. Und er so, dein Ernst? Ja, er musste schon viel mit mir mitmachen. Ja, und dieses Auto, keine Ahnung, wie ist da so die Verbindung? Das schon. Weil gerade 20, der war 20 Jahre alt. Ich meine, der hat selbst einen Porsche besessen, weil er seinen scheiß BMW, den hab, BMW habe ich nie kennengelernt, aber den. Mit seinen. Ja, man würde wohl wahrscheinlich alles von seinem Vater haben. So dieses Verrückte halt, ne? Dieses mit den Autos und so. Ja. Ja, und dann, als wir geheiratet haben, war unser Hochzeitsauto. Eigentlich wollten wir ja, dass das Hochzeitsauto wird. Aber weil das ja nur mit Händlerkennzeichen, wollten wir jetzt nicht vor dem Standesamt stehen. Deswegen hatten wir das Auto später dann. Wir hatten ja in seinem Dorf, wo er wohnt, haben wir dann ja gefeiert. Die. Nach dem Standesamt und haben wir da auch Fotos gemacht mit dem Auto. Und zum Standesamt hin sind wir gefahren mit dem Porsche 911 von seinem Vater und ich habe den Türgriff abgebrochen. So zack, hoch, hoch, Entschuldigung, hoch. Ja, das ist, und der ist ja auch nicht so, ne? Ist ja auch nicht so das perfekte Auto, aber das ist das erste Mal, dass ich in dem Auto dann saß und mitgefahren bin. Das war mega cool. Ja, er hat mich damals sehr beeindruckt mit auch mit seinem Wissen, ne? Was er denn so über die Jahre angesammelt hat. So, das ist echt unglaublich. Also, krass. Also, Respekt. Also, Max, heftig. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht merkt ihr das jetzt, wenn ich hier so sitze. Ich muss immer lachen, weil das sind einfach so, diese Erinnerungen rufst du so gerne auf. Das ist einfach so schön. Das ist so, es ist einfach der Anfang. Das ist einfach so. Und auch mit seiner Art damals, als er zu meinen Eltern gegangen ist. Moin, ich bin Max. Und ich nehme eure Tochter mal ein Wochenende mit auf dem Opel-Treffen. Das habe ich ganz vergessen. Wir sind dann ja, wir haben uns gerade erst kennengelernt und dann sind wir auf dem Opel-Treffen gefahren und ich konnte mir gar nichts anfangen. Also wirklich so Opel-Treffen, wie man sich Opel-Treffen vorstellt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wo war das denn noch? Liebenwerda. Liebenwerda? Ich meine ja, auf dem Feld und so. Also es gab doch Duschen und so. Und dann haben wir uns von dem Nachbarn, von seinem Vater, noch ein riesen Zelt ausgesucht mit zwei Parteien. Weil Max dachte wahrscheinlich, er schläft in einer Partei und ich schlafe in einer. Er kann ja nicht glauben, ich schlafe in so einem Zelt alleine, so einer Zettel. Nee, nee, du kannst hier mit ruhig schlafen, so, ne? Ja, das war schon cool. Und ich glaube, in dem Werder, also bei dem Opel-Treffen, hat er auch zu mir gesagt, dass er mich liebt und er kannte mich ja noch nicht mehr lange. Und ich denke mir so, okay, cool. Konnte damit gar nichts anfangen, war so richtig überfordert. Es hat sich alles halt mit der Zeit ergeben. Und das ist das Schöne daran, so. Also, wir sind halt so unterschiedlich. Aber trotz, dass wir so unterschiedlich sind, glaube ich schon, dass wir gut zusammenpassen. Einfach aufgrund dieser Unterschiede. Doch. Ja, das ist so. Ich könnte noch weiter aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich muss bei Jodie abholen und muss jetzt deswegen leider das Video beenden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist halt einfach jetzt Real Talk. Es ist einfach die bittere Wahrheit. Es ist ungeschnitten. Ich lade es so in einem Schnitt hoch. Lasst doch einen Daumen da und vielleicht ein nettes Kommentar, so wie ihr möchtet. Und als nächstes Auto hatte ich geplant den Trabi. Und dann den Pontiac, weil dann würde das so eine Geschichte ergeben, so eine Reihenfolge. Ich danke euch, dass ihr noch meine Abonnenten seid. Bis denn!